وكرة عرضية جميلة. جو ماركادو فوي دراكسلك. الله. Der Prädikat besonders wertvoll und auch mit besonderem Gesprächsbedarf bei so einem Treffer. Insofern bin ich ganz froh, dass er heute da ist. Hallo, Julian Draxler. Hallo. War das intuitiv oder ist das etwas, was man sich vorher schon mal so überlegt? Ich meine, das ist schon ein ziemliches Ding gewesen. Ja, ist eigentlich intuitiv entstanden. Ich meine, das war in Anführungsstrichen auch nur ein Testspiel. Deswegen kann man auch gerne mal Sachen ausprobieren und ja, mich freut es ungemein, dass auch noch in der Co-Produktion mit Raoul passiert ist. Nein, das war ja nicht nur schön anzusehen, hat dann auch noch zum Erfolg geführt. Aber sind das nicht so Sachen, also zum Beispiel in anderen Sportarten sieht man so Bobfahrer, die stehen so vor ihrem Rennen, stehen die da manchmal mit geschlossenen Augen und gehen alles durch. Machen Sie sowas eigentlich zwischendurch auch mal? Ja, das macht man schon, aber dabei denkt man eher an die grundlegenden Sachen im Fußball. Zweikämpfe, ja. Torschüsse, aber mir würde jetzt nicht einfallen, vor dem Spiel zu überlegen, ob ich da so einen Hackentrick mache. Jetzt, ja genau, aber jetzt mal was lernen. Was ist das Grundlegendste, woran Sie öfter denken müssen? Ja, eigentlich, dass der Ball Richtung Winkel fliegen sollte, wenn man mal drauf schießt. Weil ein ehemaliger Trainer von mir hat immer gesagt, wenn der Ball nicht aufs Tor kommt, dann hat er auch keine Chance reinzugehen. Ne? Da ist übrigens was dran. Kann nicht falsch sein. Es gibt eine Medaille, es ist pures Gold. Wir können vielleicht mal die Rückseite. Da stehen dieses Mal nämlich zwei Namen drauf, da ist es besser zu sehen. Und zwar von, na, nicht so spiegeln, so rum. Von Raoul und Julian Draxler. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Auszeichnung. Und es ist was ganz Besonderes, dass es zwei zusammen sozusagen sind in der Co-Produktion. Aber Sie haben schon gesagt, gerade Julian ist natürlich mit so einem tollen Spieler wie Raoul auch immer noch was ganz Besonderes. Ist das auch jemand, der ein bisschen dazu inspiriert, sowas mal zu versuchen? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man ihn in der täglichen Trainingsarbeit beobachtet hat, da waren teilweise Sachen dabei, wo die Hälfte der Mannschaft eigentlich nur gestaunt hat und sich gefragt hat, wo hat er das jetzt wieder hergeholt. Und ja, deswegen versucht man ihn da schon so ein bisschen nachzueifern. Der hat sich ja richtig wohlgefühlt auf Schalke. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja, nach wie vor, gerade jetzt zuletzt wieder, wo es halt um diese Medaille ging, habe ich ihm dann noch eine nette SMS geschrieben. Und ja, dann haben wir über ein paar alltägliche Sachen noch gesprochen, aber das ist schon so, dass wir da regelmäßig im Kontakt stehen. Ah ja, das ist schön. Es ist nämlich gar nicht so leicht, mit Raoul im Augenblick Kontakt zu haben, weil der in Katar jetzt aktiv ist und übrigens gerade in diesen Minuten auch. Wir haben uns gerade noch mal informiert, muss so 70 Minuten vorbei sein, hat kein Tor geschossen, es steht 0-0. Aber weil das so ist, hat Uwe Dietz sich dann erstmal doch noch mal die Bilder rausgeholt. Raoul auf Schalke. Feine Fußballkunst. Fantastische Vollendung. Viel Freude als Vater und ehrfürchtige Verehrung durch die Fans. Das bleibt für immer von Raoul auf Schalke. Vielen Dank. Ich habe so viel Wärme und Zuneigung hier erfahren. Deshalb möchte ich den Schalke-Fans herzlich danken. Ich werde sie immer in meinem Herzen tragen. Der S04 war und ist Teil meines Lebens. 28 Tore schießt Raoul in nur 66 Spielen für Schalke. Hier gewinnt der mehrfache Champions League- und Weltpokalsieger zum ersten Mal einen nationalen Pokal, 2011 in Berlin. Der Glamour, seine Eleganz, die Qualität des wahren Weltstars, das hat Wirkung hinterlassen, bundesweit, auch bei den Zuschauern der Sportschau. Fast immer, wenn Raoul zur Wahl steht, wird er gewählt. Torschütze des Monats 4-mal in 2 Jahren. Torschütze des Jahres 2011 und jetzt schon wieder 2013. Gemeinsam mit einem, der ihm nacheifert, ihn auch bewundert. Mit Julian Draxler, der sicher sein kann, dass sein Partner, sein Freund ihm den größeren Anteil zuschreibt an diesem Tor des Jahres. Julian hat allein mit der Vorbereitung dieses Tores gezeigt, welche herausragenden Fähigkeiten er besitzt. Ein Tor, das in Raouls letztem Spiel für Schalke fällt. Sein Abschiedsspiel, das aber kein Abschied ist von Schalke. Denn Raoul hält den Kontakt, besucht seine Ex-Kollegen zuletzt im Trainingslager in seiner neuen Heimat in Katar. Und alle wissen, Raoul, der meint es ernst, wenn er sagt, Schalke ist ein Teil meines Lebens. Tragen. Der S04 war und ist Teil meines Lebens. 28 Tore schießt Raoul in nur 66 Spielen für Schalke. Hier gewinnt der mehrfache Champions League- und Weltpokalsieger zum ersten Mal einen nationalen Pokal, 2011 in Berlin. Der Glamour,
seine Eleganz. Die Qualität des wahren Weltstars, das hat Wirkung hinterlassen, bundesweit, auch bei den Zuschauern der Sportschau. Fast immer, wenn Raoul zur Wahl steht, wird er gewählt. Torschütze des Monats 4-mal in 2 Jahren, Torschütze des Jahres 2011 und jetzt schon wieder 2013. Gemeinsam mit einem, der ihm nacheifert, ihn auch bewundert. Mit Julian Draxler, der sicher sein kann. Schön anzusehen, hat einen auch noch zum Erfolg geführt. Aber sind das nicht so Sachen, also zum Beispiel in anderen Sportarten sieht man so Bobfahrer, die stehen so vor ihrem Rennen, stehen die da manchmal mit geschlossenen Augen und gehen alles durch. Machen Sie sowas eigentlich zwischendurch auch mal? Ja, das macht man schon, aber dabei denkt man eher an die grundlegenden Sachen im Fußball. Zweikämpfe, Torschüsse, aber mir würde jetzt nicht einfallen, vor dem Spiel zu überlegen, ob ich da so einen Hackentrick mache. Jetzt, ja genau, aber jetzt mal was lernen. Was ist das Grundlegendste, woran Sie öfter denken müssen? Ja, eigentlich, dass der Ball Richtung Winkel fliegen sollte, wenn man mal drauf schießt. Weil ein ehemaliger Trainer von mir hat immer gesagt, wenn der Ball nicht aufs Tor kommt, dann hat er auch keine Chance reinzugehen. Ne? Da ist übrigens was dran. Kann nicht falsch sein. Es gibt eine Medaille, es ist pures Gold. Wir können vielleicht mal die Rückseite. Da stehen dieses Mal nämlich 2 Namen drauf, da ist es besser zu sehen. Und zwar von, na, nicht so spiegeln, so rum. Von Raoul und Julian Draxler. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Auszeichnung. Und es ist was ganz Besonderes, dass es 2 zusammen sozusagen sind in der Co-Produktion. Aber Sie haben schon gesagt, gerade Julian ist natürlich mit so einem tollen Spieler wie Raoul auch immer noch was ganz Besonderes. Ist das auch jemand, der ein bisschen dazu inspiriert, sowas mal zu versuchen? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man ihn in der täglichen Trainingsarbeit beobachtet hat, da waren teilweise Sachen dabei, wo die Hälfte der Mannschaft eigentlich nur gestaunt hat und sich gefragt hat, wo hat er das jetzt wieder hergeholt. Und deswegen versucht man ihn da schon so ein bisschen nachzueifern. Der hat sich ja richtig wohlgefühlt auf Schalke. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja, nach wie vor. Gerade jetzt zuletzt wieder, wo es halt um diese Medaille ging, habe ich ihm dann noch eine nette SMS geschrieben. Und dann haben wir über ein paar alltägliche Sachen noch gesprochen, aber das ist schon so, dass wir da regelmäßig im Kontakt stehen. Ah ja, das ist schön. Es ist nämlich gar nicht so leicht, mit Raoul im Augenblick Kontakt zu haben, weil der in Katar jetzt aktiv ist und übrigens gerade in diesen Minuten auch. Wir haben uns gerade noch mal informiert, muss so 70 Minuten vorbei sein, hat kein Tor geschossen, es steht 0-0. Aber weil das so ist, hat Uwe Dietz sich dann erstmal doch noch mal die Bilder rausgeholt. Raoul auf Schalke. Feine Fußballkunst. Fantastische Vollendung. Viel Freude als Vater und ehrfürchtige Verehrung durch die Fans. Das bleibt für immer von Raoul auf Schalke. Vielen Dank. Ich habe so viel Wärme und Zuneigung hier erfahren. Deshalb möchte ich den Schalke-Fans herzlich danken. Ich werde sie immer in meinem Herzen. وكرة عرضية جميلة وجو ماركادو فويو دراكسل الله جول 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 جول. Der Prädikat besonders wertvoll und auch mit besonderem Gesprächsbedarf bei so einem Treffer. Insofern bin ich ganz froh, dass er heute da ist. Hallo, Julian Draxler. Hallo. War das intuitiv oder ist das etwas, was man sich vorher schon mal so überlegt? Ich meine, das ist schon ein ziemliches Ding gewesen. Ja, es ist eigentlich intuitiv entstanden. Ich meine, es war in Anführungsstrichen auch nur ein Testspiel. Deswegen kann man auch gerne mal Sachen ausprobieren und mich freut es ungemein, dass auch noch in der Co-Produktion mit Raoul passiert ist. Nein, das war ja nicht...